Leute von Werdenberg und von außerhalb von Werdenberg, wir haben frohe Kunde, dass der Graf wieder zurückgekehrt ist. Er wird bald im Burghof auftreten. Darum wollen wir noch die letzten Anweisungen der Gräfin hören. Leute von Werdenberg, Frau Gräfin, hochverehrte, hochedle Frau Gräfin. Leute von Werdenberg, unser aller Herr, der Herr Graf, ist zurück vom Hof des Königs. Wir wollen ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Hofmeister? Ja, Gnädige. Ist in der Burg alles in Ordnung? Es ist alles gerichtet, Frau Gräfin. Mechthild? Ja. Mechthild? Wie steht's mit Essen und Trinken? Ja, es sollte alles parat sein. Sollte? Ja. Mechthild? Frau Gräfin, Sie wissen doch. Seit der letzten Suche ist halt so eine Sache mit dem Gastropersonal. Oh, Mechthild, Mechthild, du beunruhigst mich aber sehr. Ah, oh, nein, nein. Maria! Wie sieht's aus mit dem Vieh? Das Vieh ist drin, und das Bier ist angezahlt. Und laut Verbrauch ist es gut. Das ist ja sehr gut. Und mit dem Essen, wie sieht es aus mit dem Essen? Alles gar nicht. Der Metzger liegt unten, der Metzger liefert und der Metzger grüßt auch. Alles in Ordnung. Also, Frau Gräfin, alles in Ordnung. Gut, da bin ich jetzt aber beruhigt. Edle Frau Gräfin, da wäre noch ein Problem. Ihr Leibeigner Konrad. Konrad, der Fischdieb. Ja, genau, Frau Gräfin. Weil sich die Ankunft von unserem edlen Herr Graf verzögert hat, sitzt der arme Mann schon seit 10 Tagen hinter Mauern. Ja, und seine Familie leidet Hunger. Der Konrad sollte wieder arbeiten können. Wäre es echt möglich, dass der Graf möglichst schnell über ihn Gericht haltet. Lüge! Küsse frei! Verbügen! Die Fehde mit den verwandten Nachbarn, den Montfortern, ist beendet. Der König hat vermittelt und einen Ausgleich gefunden. Wir dürfen auf Frieden hoffen. Sein. Aber ihr wisst, es kann der beste Mensch nicht in Frieden leben, wenn solches dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Aber was können wir gegen das Böse tun? Wir können oft leider nur sehr wenig dagegen tun, indem wir es in uns selbst bekämpfen. Leute von Werdenberg, auch dafür sollt ihr einen jeden Tag arbeiten. Doch nun, die Reise war lang, ich bin hungrig. Ich hoffe, für mich und meine edle Gemahlin ist alles bereit. Jawohl, edler Herr Graf, es ist alles vorbereitet. Ist alles vorbereitet. Konrad, was ist dein Vergehen? Er hat gefischt in der Nacht am See. 3 Karpfen, nicht so große, kleine Exemplare.
Konrad, du weißt, wem der See gehört und die Fische? Ja, mein Herr, sie gehören Ihnen. Und du weißt, Konrad, wem du, deine Frau und deine Kinder gehören? Ja, mein Herr, wir gehören Ihnen. Die Familie ist vom Schicksal nicht verschont. Sie leidet Hunger. Obwohl ihr Vater regelmäßig arbeitet. Ich bitte um einen schnellen Schuldbruch. Die Familie braucht ihn. Edler, gnädiger Herr, wir bitten untertänigst um Verzeihung. Bitte verschonen Sie meinen Mann mit einer zu harten Strafe. Mein Herr Gemahl, wir haben nun Frieden mit unserem Nachbarn. Lasst uns auch Frieden haben hier bei uns, in unserer Grafschaft. Seid gnädig. Wenn ich Konrad nicht bestrafe, dann kann die Gnade mir als Schwäche ausgelegt werden und der Diebstahl wird zunehmen. Hofmeister Hartmann. Ja, edler Herr Graf. Ich verurteile Konrad zu 10 Schlägen mit der Rute. Jawohl. Ja, geht da raus. Man führt ihn in den Turm. Frau des Konrad, komm zu mir. Du leidest Hunger? Ja, leider, mein Herr. Das darf nicht sein. Mechthild. Jawohl. Du sorgst dafür, dass heute diese Familie in diesem Hof genug zu essen hat. Wird gemacht. Hartmann, du gibst dieser Frau 10 Pfennige. 10 Pfennige? Soll wohl für eine Weile reichen. Direkt da mal noch ein Fisch, der will er da. Ja, kannst du bis zählen? Ja, jetzt warte mal, da bringe ich her, glaube ich. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn. Und, Hartmann? Ja, edler Graf? Du schlägst den Konrad. Jawohl. Ja. Ich wünsche ausdrücklich, dass dies nicht zu hart geschehe. Der Hauptmann hat gemutelt und gesagt, er sollte auch gerne mal Fisch stellen, wenn er das Essen überkommt. Welcher Hauptmann? Ja, der, der da im Spiel teilgenommen hat, hat zwischendurch gemutelt. Ich habe es gehört. Ja. Aber schau, es gab also einen Agostini-Servala. Also wegen diesen Fisch würde ich jetzt kein Büro aufgeben. Aber ein paar Schläge für einen Hauptmann? Keine Ahnung, ich weiss und kein Rat. Er soll es gelassen. Presse hat am Burgkonzert. Jetzt bitte kommen Sie zu mir. Es dauert ungefähr eine halbe Stunde. Thank you.
Wir spielen ganz spannende Instrumente, die wir euch dann auch gerne vorstellen im Laufe unseres Konzerts. Darum wollen wir euch überraschen. Als nächstes spielen wir euch etwas ganz Schönes vor, und zwar, eines der ältesten Stücke, die wir heute spielen. Und zwar ist es ein Stück aus dem 13. Jahrhundert, also so alt wie das Schloss hier ist, von einem ganz, ganz berühmten Minnesänger, einem Walter von der Vogelweide. Das Lied handelt vom Kreuzzug, es ist eigentlich gesungen. Wir tun aber euch mit unserer Stimme nicht plagen. Wir tun nur Musik machen. Darum tun euch den Text dazu einfach denken, wenn wir euch hier ins Morgenland führen und die Palmen in die Wüste. Genau, das Palästina-Lied heisst es. An diesen Riemen getragen. Hier steckt man den Arm durch und hier hält man an der Hand. So. Und jetzt kann man den Schild auch, wenn man steht, kann man den Schild ein bisschen bewegen. Ich persönlich rate davon ab, zu viel rumzufuchteln, weil einerseits gibt man da einen Deckenpreis, es kostet viel Kraft und man behindert sich auch selber gegenseitig ein bisschen. So, ja. Bevor ich den Helm aufsetze, bindet jetzt der Knappe den Gesichtslatz hoch. Ja. Und jetzt ist dann die Kehle geschützt. Und da hört der Helm auf hier unten. So. Der Helm hat innen noch ein Futter. So ein Ring, ein Polsterring und die Helmschnur, in meinem Fall mit vorne und auf den Nacken. Aber der Nachteil ist bei dem Helm nicht nur das Gewicht, sondern auch die Sicht. Also man sieht wenig hier, was man da unten macht, wenig. Aber man kann ein bisschen durch diese Löcher hier was sehen. Ich will euch etwas berichten, ein bisschen über die Falknerei, was wir da machen, was man gemacht hat, was das Ganze überhaupt soll. Und für das habe ich euch auch den Check mitgebracht. Das heisst, der Falk fliegt vorne. Er schlägt heute, geht mit ihr zu Boden und will sie selber fressen.
Der Falkner geht hinten rein, folgt seinem Vogel, gibt seinem Vogel einen Anteil von der Beute und den Rest hat er eingepackt für einen eigenen Kochtopf. Das ist auch Sinn und Zweck des Ganzen. Weil es ja darum gegangen ist, dass eigentlich der Falk seinem Falk noch ernähren sollte, hat man natürlich auch geschaut, dass man das möglichst sparsam macht. In dem Sinn, im Sommerhalbjahr sind unsere Vögel in den Mauser im Gefiederwechsel. Sie haben dann auch junge, sie brüten. Es ist keine Jagdzeit. Dann müssen wir den Vogel nur durchfuttern. Dann kostet er einen. Und das hat man ja probiert zu vermeiden. Also hat man in früheren Zeiten im Herbst einen Jungvogel gefangen, der schon eine gewisse Erfahrung hat. Hat dann noch endgültig trainiert, hat das Winterhalbjahr durch eingesetzt und im Frühling hat man ihn wieder fliegen lassen. So hat man den Vogel nur während dieser Zeit gehabt, wo man einmal etwas gebracht hat. Und erst in späterer Zeit, wo die Vögel seltener geworden sind, hat man dann angefangen, die ganzjährig zu behalten und seit Mitte der 70er Jahre angefangen, die nachzuzüchten. Also heute haben wir alle Vögel, die wir einsetzen, sind Nachzuchtvögel, sind keine Vögel, die man irgendwo gefangen hat, die sind alles zusammen auszuchten. Ich habe den Vogel jetzt vorher schnell aufgenommen. Und als ich ihn aufgenommen habe, die Lampe hat sehr stark lang fest oben ab, wenn ich es löse. Damit man da nicht drauf steht und so, ist das für uns eine ganz normale tägliche Handbewegung. Was ich das hier mache, nämlich einen um den kleinen Finger wickeln. Wenn ich einen um den kleinen Finger gewickelt habe, dann haben wir einen Griff. Das ist ein Ausdruck, der eigentlich aus der Falknerei stammt, wo man sich einfach nicht mehr im Klaren ist, gar nicht überlegt hat, was sind das eigentlich? Und so gibt es eine ganze Anzahl von Ausdrücken, die aus der Falknerei stammen, die wir übernommen haben, wo es gar keine Gedanken darüber machen, was das eigentlich sind. Dann fange ich jetzt gerade mit dem Froschkönig an. Ist das gut? Also, es verstehen alle Dialekte, also verstehen alle mit Krebsen reden, wie sie hier auf dem Schloss reden. Ich erzähle es halt so, wie man hier auf dem Schloss redet. Und sonst muss man halt fragen. Es war aber ein König. Und der hat halt wie immer auch wieder ganz schöne Prinzessinnen gehabt. Die sind immer schöne Prinzessinnen, so kennen wir gerne. Aber eine Prinzessin war so schön, dass sogar die Sonne gesagt hat, die strahlt noch schöner als ich bin. Also, die hat nicht so mit einem gewöhnlichen Tennisbällchen oder mit einem Bällchen gespielt. Die hat natürlich eine echte Goldkuppel gehabt. Und dann, einmal am Tag, als sie da gespielt hat, hat sie sich so aufgeworfen, ist die Kuppel hier auf der Rand des Brunnen gekommen. Und gerade im Brunnen eingekriegt. Jetzt darf ich doch nicht heim, die Prinzessin gesagt. Nein. Der König, der schimpft doch mit mir. Die echt goldene Kugel ist mir jetzt hier im Brunnen eingekriegt. Wer brüllt denn da so? Hat denn da das Wortwörtchen gerufen? Und, wieder mal, aus dem Brunnen ist ganz ein grosser Frosch. Aber er war nicht gerade so ein hübscher Frosch gewesen. Ein bisschen grusiger, ein Wüste. Ich kann dir doch helfen, ich kann doch dir die Kugel holen. Aber du musst mir etwas geben. Was gibst du mir denn dafür? Ich möchte dich als Freund, als Kollege zum Spielen. Haben sie denn? Ja, du. Ist mir alles gleich. Ich gebe dir alles, aber ich muss die Kugel haben. Der Frosch ist dann ein, hat die Kugel geholt und hat sie der Prinzessin gebracht. Die Prinzessin hat natürlich gedacht, ich kann dem erzählen, was ich will. Ich habe es auf einmal ja gesagt. Und schau mal, sie ist da fortgesprungen, ist zum Schloss zurückgesprungen und heim, gutes Nachtessen. Er hinten dran hat gerufen, hey, du sollst nicht fortspringen, du musst mich mitnehmen. Du hast gesagt, du nimmst mich aufs Schloss. Ich kann doch nicht so schnell hüpfen, wie du springen. Hat dort schon mal die Tür gelockert. Hat der vom König gesagt, geh mal schauen, wer an der Tür ist. Schau, da ist die Prinzessin her, da sieht mir die Beine. Und zwischendrin auf der Stege hockt der grusige Frosch, der hässliche Frosch.
Sie hat so viel die Tür zugeklopft, ist eingesprungen ins Haus und wieder am Tisch. Hat der Vater gesagt, hey, was ist los? Ist ein Riss da raus? Oder ist eine Unkür vor der Tür? Du hast so Herzklocken. Nein, aber es ist so ein wüster Frosch, der da raus hockt. Hä? Warum hockt ein Frosch da raus? Ja, ich habe ihm versprochen, er dürfe zu mir heim essen kommen, wenn er mir die Kugeln bringe. Er hat die Tür am Tisch. Und schau da. Jetzt sitzt der Frosch neben der Prinzessin am Tisch und tut hier mit ihr essen. Und die Prinzessin hat es natürlich geräuscht, die hat fast nichts mehr gegessen. Aber der Frosch hat gemampft wie verrückt. Und nachher ist er so müde geworden und dann hat er gesagt, jetzt bin ich müde. Du hast mir versprochen, ich würde in deinem Bett schlafen. Sicher nicht! Sicher nicht! So ein nasser, glitschiger Frosch in meinem Bett. Der König, was hat er gesagt? Du musst den Frosch in dein Zimmer nehmen. Nein, Vater, ich kann den nicht heben. Und dann schauen wir mal, hat sie ihn so mit zwei Fingern, seht ihr da, mit zwei Fingern hat sie ihn am Füßchen genommen. Und hat dann so der Frosch ins Zimmer reingetragen. Und im Zimmer, ja, kann er euch vorstellen, hat er sicher nicht, hat sie sicher nicht den Frosch aufs Bett gehabt, dann hat sie ihn so in eine Ecke rausgetan. Hat er gesagt, Prinzessin, wenn du mich jetzt nicht ins Bett tust, dann gehe ich das sofort deinem Vater sagen. Oha. Dann hat die Prinzessin, ist die Prinzessin so verrückt worden, sie hat einen roten Kopf für mich und hat gesagt, meine Güte, wenn der jetzt zum Vater geht, dann muss ich den grusigen Frosch ins Bett nehmen. Und dann hat sie den grusigen Frosch, zack, hat sie ihn an die Wand geworfen. Und was hat es da aus dem Frosch denn gegeben? Ein Prinz. Genau, und der Frosch war ja ein verwandelter Prinz. Er ist schon nicht. Jetzt. Also, und ein Bein raus. So. Seht ihr, und da ist jetzt der Prinz. Aus dem Frosch hat es den Prinz gegeben. Genau. Gut. Also, und nachher. Ja, wie es so ist in der Märli, die älteren Kinder kennen da, hat sich natürlich der Prinz in die Prinzessin verliebt. Jetzt ist sie verliebt gewesen, es war nur ein grusiger Frosch gewesen. Und dann haben beide geheiratet und haben beide nachher ein eigenes Land bekommen, wo er König war und Prinzessin Königin. Also das war die Geschichte vom Froschkönig. Hopp. Gut, da kommen wir wieder nachher. Danke, die 10 Pfennig. Ja, genau. Ja, 2 Franken. Ja, danke. 10 Pfennig und dann haben wir 2 übrig, können wir überbringen. 2. Ja, das ist ja noch gut. Ja, aber ja, ich bin sowieso. Du musst noch 2 aufschreiben. 4. Langsam los. Langsam ein Kegel los. Das ist schon Franken. Genau. Ja. Dann wären es gerne 4 Franken. Wir haben den Becher, kann man wieder zurückbringen. Genau. Aber der Becher ist Pfand. Genau. Passt. Danke. Danke auch. Super. Ein Finger oben, 2 unten dran. Genau.
Achtung, den kleinen Finger kannst du noch weglassen. Den Pfeil musst du gerne nicht heben, den Vorderarm strecken. Und da hinten hinterher ziehen und den Ellbogen ein bisschen hoch. Genau, und jetzt so fest hinterher ziehen, wie es geht. Fest, 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 so fest, wie es geht. Dann ein bisschen weiter runterziehen und loslassen. Sehr gut. Auch noch ein bisschen. Da verrührst du wenigstens nicht. Fliegspitz. Ja, weißt du, wir haben hier lange überlegt, was wir machen sollen. Ich denke, wir etwas machen, was relativ schnell etwas gemacht hat. Das Glück und Zulaufen am Abend bis zum Schluss. Wir müssen Verlöhre holen, weil wir brauchen es für Festtage.